Hier ist Manfred, der Waldläufer. Freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute wollte ich einfach nur mal kurz ins Camp gucken. Einfach so, nur mal raus. Lass uns mal zusammen schauen, was die nächsten Stunden uns so bringen werden. Umgeknickte Baumstämme, die dünneren. Na also, wusste ich doch schon immer, ein wenig Bauch kann nie schaden. Und hier das Camp, etwas eingeschneit. Ein paar wenige Tierspuren im Schnee. Sitzflächen etwas vom Schnee befreien. Dann folgt der Sitztest. Würde mal behaupten wollen, dass nun so etwa 8 Leute auf jeden Fall Platz zum Sitzen hätten. Auch wenn ich mich jetzt wieder auf den Frühling freue, mit Schnee hat alles eine ganz besondere Atmosphäre, seinen ganz besonderen Reiz. Naja, also, kann ich was bauen? Nichts Großes, irgendwas Einfaches, Kleines. Das mystische Bäumchen, welches meine Schwester gebaut hatte, steht immer noch, auch wenn es derzeit etwas kahl aussieht. Richtig schön festgefroren, da lässt es sich gerade nicht so gut sitzen. Dann fiel mir etwas ein, was ich bauen könnte. Irgend so eine Werkzeughalterung. Das müsste doch gehen. Ein Ast vor und hinter zweier Baumstämme. In der Höhe dann aber versetzt. Dann kann ich dort die Axt, Säge, Messer während des Arbeitens ablegen. Das könnte man noch erweitern, indem man weitere Halterungen anbringt. Also praktisch wäre es schon mal. Ein paar Dinge stören mich aber noch dabei. Ich muss noch prüfen, ob man sich von der anderen Seite herkommend in dieser Höhe den Schädel anschlagen kann. Zweitens, man könnte die Werkzeuge aus weiterer Entfernung sehen, besonders wenn das Metall die Sonne reflektiert. Vielleicht werde ich das Erbaute anderweitig verwenden und mir mal einen anderen Werkzeughalter bauen. Spielt im Moment eigentlich auch nicht viel Rolle. Hauptsache, mal wieder was gebaut. Auf dem Rückweg sammle ich noch ein paar Äste ein. Für was ich diese verwenden werde, zeige ich euch dann mal in einer meiner nächsten Videos. Da habe ich etwas ganz Besonderes vor. Die werde ich für ein Geschenk benötigen. Oh, da liegen einige schöne Äste herum. Na, die werde ich gut für das Camp gebrauchen können. Muss ich mir merken, die Stelle. So, nun mal nach vorne an der Grillstelle Feuer machen. Tja, was soll ich euch erzählen? Natürlich hätte ich jetzt das Video an der Stelle einfach kürzen können. Aber so schöne Bilder will ich ja auch nicht einfach löschen. Also, dann lieber eine kleine Geschichte einfallen lassen. Grübel. Also was mir gerade so einfällt ist, dass man nach der Regel nach in einer Survival-Situation zuerst immer den Shelter bauen soll. Gut, je nach Situation und Gelände kann es schon sinnig sein vielleicht.
Aber ich habe da einige Male darüber nachgedacht. Ich bin mir sicher, dass ich im Normalfall immer zuerst für Feuer sorgen würde. Aus ganz einfachen Gründen. Erstens könnte ich ziemlich sicher in der ersten Nacht so und so nicht schlafen. Da wäre ich viel zu aufgebracht und viel zu nervös und so weiter. Feuer gibt mir zum einen Licht und natürlich auch Wärme. Ich habe die Möglichkeit, mir damit etwas zu kochen oder mir so trinkfähiges Wasser aufzubereiten. Ich würde eher die ganze Nacht am Feuer verbringen. Und selbst wenn ich irgendwann total müde wäre, naja, 2 Stunden Schlaf reichen doch allemal. Das kann ich auch sitzend am Lagerfeuer. Zudem gibt mir Feuer die psychologische Sicherheit. Tiere kämen vielleicht erst gar nicht heran. Und im Notfall könnte ich das Feuer auch als Waffe verwenden. Ich würde dann lieber tagsüber etwas schlafen und bei Tageslicht meinen Shelter bauen. Soweit die Theorie. Letztlich ist es, denke ich, einfach so, dass man der Situation angepasst immer das Beste draus macht. Hier habe ich mir übrigens auch eine Art Schaukelstuhl gebaut. Einfach einen Ast mittig spalten. Und schon kann man damit wippen. Jetzt nur noch etwas Vorstellungskraft und schon sitzt man mit dem Schaukelstuhl auf der Veranda vom Blockhaus. In letzter Zeit war ich heftig viel unterwegs. Ich glaube, ich habe noch Videomaterial für an die 5 Filme herumliegen. Hoffentlich blicke es überhaupt noch. Da war das Treffen in Kandern. Danach ging es in die Schweiz zu Guido. 2 Tage später nochmals mit Guido getroffen. Dabei war dann auch meine Schwester und Uwe. Zwischendurch war ich auch zweimal alleine unterwegs. Gestern hatte ich mich mit Joachim getroffen. Samstag war eigentlich mit Pierre ein Treffen geplant, was dann aber kurzfristig leider doch nicht zustande kam. Dienstag treffe ich mich schon wieder mit Olli und Joachim. Und jetzt sitze ich hier, schneide Videos und draußen ist gerade herrlichster Sonnenschein mit blauem Himmel. Bin am Überlegen, ob ich spontan doch noch gleich rausgehe. Aber mir tun dann noch die Knochen von gestern weh. Naja, mal schauen. Zuerst schneide ich mal noch ein wenig an den Videos herum. So geht langsam wieder ein Tag zu Ende. Ein schöner Tag. Wie immer wünsche ich jedem von euch weiterhin noch eine wunderschöne Zeit in der Natur. Liebe Grüße, Manfred, der Waldläufer.